Ich habe ausgezeichnete Neuigkeiten für euch. Und zwar geht es um die Vorbestellung der PlayStation 5. Dazu gibt es jetzt nämlich schon die ersten Updates und es gibt sogar erste Informationen, wann man wieder neue PlayStation 5 bestellen kann. Und damit wie immer, Servus zusammen, schön, dass ihr reingeklickt habt. Ich habe, wie im Intro schon gesagt, Neuigkeiten zur PlayStation 5 bzw. zu den Vorbestellungen und zu weiteren möglichen Bestellungen. Denn nun ist es endlich soweit, die PlayStation 5 steht ja in den Startlöchern. Näher können wir diesem Genuss, endlich mit der PlayStation 5 starten zu können, kaum noch kommen. Naja, die wenigen, die in den Genuss kommen, denn sind wir mal ehrlich, gemessen an der Menge an Leuten, die eigentlich eine PlayStation 5 haben wollen, sind wirklich wenige überhaupt in den Genuss gekommen, eine vorzubestellen. Das könnte sich aber bald ändern. Vor allen Dingen in erster Linie von Amazon habe ich gehört, dass neue Kontingente in Kürze zur Verfügung stehen sollen. Wie hoch diese ausfallen, kann man natürlich nicht genau sagen, aber man kann eher davon ausgehen, dass sie wieder stark limitiert sein werden. Das heißt, ganz entspannt shoppen ist natürlich weiterhin nicht. Aber auch von anderen Händlern habe ich gehört, soll es bereits zum Launch der PlayStation 5, also am 19. neue Kontingente geben, die man dann ja quasi vorbestellen kann. Man kann noch nicht garantieren, wann sie dann lieferbar sind. Aber das alles deutet an, dass das, was Jim Ryan jüngst in einem Interview gesagt hat, also der Chef bei Sony Interactive Entertainment, das scheint sich zu bewahrheiten. Er hat nämlich gesagt, wir garantieren, dass es bis Weihnachten auf jeden Fall nochmal weitere Kontingente geben wird, die wir an die Händler weitergeben, die sie dann eben an die Konsumenten weitergeben können. Und das scheint sich, wie gesagt, zu bewahrheiten. Man kann jetzt also noch nicht genau sagen, wann die dann ausgeliefert werden, aber voraussichtlich dann schon in wenigen Wochen und nicht erst, wie viele befürchtet haben, erst im Januar, Februar oder sogar noch später. Vor allen Dingen habe ich aber, wie gesagt, Amazon genannt, denn da scheint es mehr oder weniger bestätigt worden zu sein, dass es bereits am Launchtag der PlayStation 5, also am 19. November, neue Möglichkeiten geben wird, eine PlayStation 5 zu bestellen. Um genau zu sein, heißt es, soll es so gegen 13 Uhr losgehen. Wer also noch keine PlayStation 5 bekommen konnte und sehnsüchtig eine haben möchte, der sollte sich genau diese Uhrzeit merken und da einfach mal reinschauen, vielleicht 2, 3, 4 Mal alle 5 Minuten aktualisieren. Vielleicht habt ihr ja Glück und könnt dann doch nochmal eine bestellen und bekommt noch vor Weihnachten eure PlayStation 5. Aber nicht nur die Leute, die vielleicht nochmal eine Chance kriegen, eine PlayStation 5 zu bestellen, haben hier gute Neuigkeiten, denn auch all diejenigen, die schon vor Monaten bestellt haben und jetzt sehnsüchtig auf die Konsole warten, sind wohl erleichtert, denn seit einigen Stunden gibt es die ersten Versandbestätigungen und das nicht nur bei Amazon, wo man ja davon ausgehen konnte, denn da wurde ja nie von irgendwelchen Schwierigkeiten oder möglichen Schwierigkeiten gesprochen. Vor allen Dingen war das ja bei Mediamarkt und Saturn der Fall, also bei der Gruppe, die eine Mail an alle Vorbesteller verschickt hatten und gesagt haben, wir wissen nicht, ob wir rechtzeitig deine PlayStation 5 liefern können. Und natürlich war die Panik ganz groß, ist ja auch verständlich, wenn man gehofft hat, endlich doch noch an die PlayStation 5 gekommen zu sein und dann auf einmal heißt es, wir wissen nicht, ob wir die eine liefern können und falls wir keine liefern können, wissen wir auch nicht genau, wann wir die dann liefern können. Diese schwankende Stimmung, sage ich mal, hat jetzt aber ein Ende, zumindest wohl bei sehr, sehr vielen Leuten, denn kontinuierlich hört man von immer mehr Leuten und das nicht nur eben bei Amazon, sondern auch Leute, die bei Saturn oder Mediamarkt oder auch bei Otto, auch bei anderen Händlern bestellt hatten, vorbestellt hatten, hört man jetzt also davon, dass sie ihre Versandbestätigung bekommen haben und das ist für viele Leute ein so gutes Zeichen, weil sie wissen, mit etwas Glück wird die Konsole dann auf jeden Fall am Launchtag bei mir sein und ja, ich kann da jedem wirklich nur die Daumen drücken, dass er dieses Glück haben wird. Ich hoffe es für mich natürlich genauso. Ich bin aber gespannt zu wissen, falls einer von euch eben noch keine Versandbestätigung bekommen hat von Mediamarkt oder Saturn oder auch Amazon oder die anderen Händler, dann würde mich mal interessieren, wen das so betrifft. Schreibt mir da sehr gerne was in die Kommentare. Ansonsten würde mich auch interessieren, wie viele von euch noch da sind, die unbedingt eine PS5 haben wollen und dann morgen sehnsüchtig auf die Aktualisieren-Taste drücken werden oder auf dem Handy andauernd aktualisieren werden, um zu hoffen und zu gucken, endlich noch eine PlayStation 5 bestellen zu können. Schreibt mir sehr gerne was in die Kommentare und wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr das irgendwie informativ fandet, dann vergesst nicht mehr auf jeden Fall einen Daumen nach oben dazulassen, da wäre ich euch sehr dankbar
Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das am besten. Dann könnt ihr auch die nächsten Videos von mir gucken. Das würde mich ebenfalls sehr freuen. Und wie immer zum Schluss bedanke ich mich, dass ihr da wart. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.